Hi, herzlich willkommen zurück beim Tienchen. Es ist wieder Zeit für Vorchor und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja, die Vorchor für August sind eine Wanddekoration, also Rahmen, Leinwand oder sowas. Und ich habe hier schon eine, ihr seht, die war schon mal bearbeitet. Das ist also eine, die ich schon mal bearbeitet hatte. Und die habe ich jetzt, weil da vorher andere Sachen drauf waren, andere Farben, andere Untergründe, einfach mal mit schwarzem Gesso angemalt, um wieder eine Leinwand zu kriegen, die ich bearbeiten kann. Also die 1, eine Wanddekoration. Die Nummer 2, ein Mosaik einbauen in diese ganze Gestaltung. Die Nummer 3, mehrere Farben und Texturen. Und die Nummer 4, ein Foto vom Ganzen und ein Foto nur von dem Mosaik. Ich gehe mal ein bisschen raus, guck mal, ob ich noch raus kann, weil die Leinwand ist sehr groß. Sollte auch extra etwas Großes sein, also die ist 40 x 40 cm. Und ich habe hier so eine große Schablone und ich wollte diesen großen Schmetterling in die Mitte machen und eventuell die beiden kleinen rundherum noch verteilen und der große soll mit Mosaik ausgelegt werden. Dafür habe ich hier so ein paar Reste. Hier habe ich mir meinen Bastelbedarf bestellt. Da kriegt ihr dann so Bruch. Was ihr genau kriegt, wisst ihr nicht. Das ist ein bisschen Überraschungsbonbon. Und mein Mann hat mir hier Werkzeuge gebracht. Also eine Zange zum Festhalten und zwei zum Knipsen. Gut eingearbeitet. Er hat ja selbst lange als Fliesen- und Mosaikleger gearbeitet. Und die werde ich dann versuchen, so zurechtzuschneiden, dass sie diesen Schmetterling ausfüllen. Aber als erstes brauche ich mal eine Schablone. Ich muss mir das irgendwie auf diese Leinwand zeichnen, damit ich dann das auslegen kann. Und die anderen Schmetterlinge sollen ja auch farbig werden. Da es jetzt wenig Sinn macht, auszuprobieren, wie zum Beispiel eine rosane, grüne oder was weiß ich für eine Acrylfarbe, wie die auf dem Schwarz rauskommt, habe ich mir gedacht, ich mache mir alles erstmal mit weißem Gesso, den Schmetterling, damit ich die Grundlage habe, um nachher mein Mosaik drauf zu bringen und auch die anderen mit weißem Gesso erstmal vortupfen und danach, wenn es getrocknet ist, damit ich diesen weißen Untergrund habe, mit einer kräftigeren Farbe, denn wir sollen ja mehrere Farben und Texturen benutzen, um mit einer anderen Farbe dann drauf zu gehen und dass die dann auch kräftig wird durch den weißen Hintergrund. So ist mal der Plan. Ob das jetzt funktionieren wird, das weiß ich nicht. Aber ich werde es probieren. Ich brauche jetzt was für mein Gesso. Da werde ich mir ein Stück Papier drunter legen. Weil ich möchte das stupfen, so dass es ganz dünn drauf ist. Der große soll ungefähr in die Mitte. Das muss jetzt nicht hundertprozentig die Mitte sein, aber so ungefähr. Und den machen wir dann jetzt auch mal als erstes. Also ich mache mir hier ein bisschen Gesso drauf, dann habe ich hier so einen Stupfpinsel, weil es soll ja nur eine dünne Schicht drauf sein. Ich werde jetzt den Pinsel hier mal so ein bisschen mit Gesso benetzen und dann einfach hier das so stupfen, dass ich die Umrisse von dem Schmetterling nachher für mein Mosaik habe. Mehr brauche ich ja gar nicht. Ich brauche nur die Umrisse, denn das wird ja nachher ausgelegt. So, jetzt habe ich gleich schon vergessen, meinen Schaumstoff drunter zu legen. Ich habe nämlich zwei solche Schaumstoffplatten, die waren mal irgendwo als Verpackung mit drin
Und die Leinwand ist ja hinten hohl. Und da ich das Mosaik nachher ausfugen muss, also erstmal kleben und dann ausfugen, hat mir mein Mann auch gesagt, nimm was, wo du unten drunter legen kannst, damit es nicht nach unten immer wegrutscht. Es sollte nach Möglichkeit nicht nachgeben. Und ich habe mir hier zwei Sachen hingelegt, aber die habe ich jetzt vergessen, drunter zu legen, unter die Leinwand, damit es hier nicht so nachgibt. Also ich brauche von dem Weißen eigentlich, von dem Großen, nur die Konturen. Ihr seht es hier schon, denn die Konturen muss ich nachher auslegen. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen trocknen und dann werde ich die kleineren noch verteilen. Und ich habe auch noch ganz kleine, so dass um den Großen die anderen so drumherum fliegen. Aber dafür lasse ich das jetzt erstmal trocknen, weil mir das sonst verwischt. So, das sind diese Verpackungsteile, die ich euch gesagt habe. Und das ist ja hinten hohl. Und damit das nicht immer runterrutscht und nachgibt, wenn ich hier drauf fasse, packe ich mir die jetzt da drunter. So, das ist jetzt der Große. Der ist auch nicht ganz gerade, wie ihr seht. Macht aber nichts, ist ja ein Schmetterling. Das hat schon ein bisschen angezogen, aber noch nicht komplett. Jetzt habe ich hier noch eine Schablone mit solchen. Die sind in verschiedenen Größen und dann noch eine mit den kleinen. Und das will ich alles mit dem Gesso vorstupfen, dann trocknen lassen. Dann soll der Große mit Mosaik ausgelegt werden und die kleinen sollen dann noch mit einer bunten Farbe drüber gestupft werden. Vielleicht auch mit Strukturpaste oder irgendwas. So, jetzt versuche ich mal, die hier irgendwie so zu postieren, dass die von dem Großen wegfliegen. Versuche ich jetzt ein bisschen stärker zu machen, also komplett, weil da ja nachher eine Farbe drüber soll und die Farbe soll kräftig werden. Und auf dem Schwarz gibt es ganz viele Farben, die einfach nicht richtig rauskommen. Und deshalb mache ich es vorher drunter weiß. Ich glaube, ihr versteht schon, wie ich es meine. Das muss dann erstmal alles gut antrocknen, denn es muss ja nachher mit einer anderen Farbe übertupft bzw. übermalt werden. Das war's. Ich hoffe, ihr seht alles. Also hier sind jetzt überall Schmetterlinge drauf. Ich gehe mal noch ein bisschen raus. So. Und die lasse ich jetzt trocknen. Und wir werden erstmal dann mit dem Großen anfangen, denke ich. Und ich werde, ich habe das gut platziert hier, meine beiden Matten. Weil ich brauche ja da Grip drunter, wenn ich da jetzt was aufklebe. Ich werde es einfach mit ganz normalem Bastelkleber, also das ist so Glasmosaik, mit ganz normalem Bastelkleber aufkleben, mir mal so ein bisschen hinlegen und gucken, wie ich es zwicken muss. Mein Mann hat mir auch hier einen Karton zurecht gemacht, weil die Splitter, die spritzen in alle Richtungen, damit mir das hier nicht im ganzen Zimmer rumfliegt und ich nachher da barfuß vielleicht mal reintappe. Also wenn ich es zurecht zwicke, werde ich mir den Karton hinstellen. So, ich habe mir meine Splitter hier jetzt mal ausgeleert und werde mir die mal
so drauflegen. So, meine Liebchen, er ist fertig und wenn ich jetzt so durch mein Display gucke, finde ich ihn eigentlich ganz knuffig. Der wird noch ausgefugt. Mein Mann hat mir extra Fugenmasse besorgt, also die Marke spielt jetzt keine Rolle. Und da werde ich nachher noch mit ihm besprechen, welches Mischungsverhältnis ich ungefähr brauche und wie viel ich für diesen brauche. Ich lasse aber erstmal den Teggy gut durchtrocknen und während der das tut, habe ich mir hier verschiedene Farben rausgesucht, die ich vielleicht und eine Strukturpaste, die ich vielleicht für meine Schmetterlinge hier außenrum schon benutzen kann. Und das mache ich auch wieder mit dem Stupfpinsel, außer die hier die Strukturpaste, die ist cremig, die werde ich mit dem Spachtel auftragen. Und da mache ich mir wieder so ein bisschen hier auf mein Papier. Ich habe hier auch meine Palette, aber da kann ich, glaube ich, das nicht so gut verteilen, weil der ist gerade und da sind so Wölbungen drin. Und damit ich das gut ausstreichen kann, sage ich jetzt mal, ich fange jetzt mal mit irgendeiner Farbe an. Aber ich muss ja dann immer wieder zwischenrein die Schablone abwaschen, sonst verwatzt mir das ja alles. So, und ich habe jetzt so ein bisschen Farben ausgesucht, also ein bisschen grün, besser gesagt, das ist so ein Petrolton und die Strukturpaste ist grün und mal gucken, dass das so ein bisschen farblich dazu passt. Ich denke, ich werde oben anfangen, meine Schablonen habe ich geputzt. So, ihr Lieben, so sieht es jetzt aus. Ich habe den mit Strukturpaste gemacht, den hier auch. Den mit einem hellen Grün, den hier mit dem Dunkellila, den auch. Und die haben jetzt alle Farbe. Hier habe ich die Fühler einfach mit einem Stückchen Draht unter dieses Steinchen geklebt. Und jetzt habe ich meine Fugenmasse angerührt, dass die so die Konsistenz hat ungefähr wie Zahncreme. Und ich habe das noch nie gemacht. Also ich probiere jetzt hier das Papier so hinzulegen, dass ich nicht zu sehr an den Rand kommen. Thank you.
So ausgefugt ist es jetzt. Kleiner Tipp vom Fliesenleger. Das Mischungsverhältnis und die Trocknungszeiten, das stimmt immer nicht hundertprozentig, weil es kommt auch auf die Temperatur drauf an, die in dem Raum ist, in dem ihr das macht. Die Masse muss wie Zahnpasta sein, von der Konsistenz her. Und wenn ihr es antrocknen lasst und ihr fasst drauf, dann sollte sich nichts mehr, also sollte nichts mehr an den Händen sein. Das heißt, je nachdem, wie warm oder wie kalt es bei euch ist, könnt ihr euch an die Zeiten gar nicht halten, sondern ihr guckt einfach, ist es schon trocken. Denn solange es noch feucht ist, würdet ihr euch mit dem Schwamm natürlich eure Fugen wieder rauswaschen, logischerweise. Und bei mir ist es jetzt so, ich glaube, da habe ich sogar eins von meinen Steinchen übermalt, ja. Dass es einigermaßen geht. Ich habe jetzt hier eine alte Schüssel und so und den Schwamm rein. Und ich probiere mal ganz vorsichtig, da so drüber zu wischen. Das müsst ihr natürlich mehrmals machen. Das geht nicht schon beim ersten Mal weg. Vorsichtig drüber wischen und gucken, ob die Fugen drin bleiben. Und dann immer wieder das abwaschen, den Schwamm. Und dann nochmal drüber waschen. So lang, bis es klar ist. Also ich wasche jetzt mal das Gröbste überall ab. So, ich habe es jetzt grob abgewaschen, aber mit dem nassen Schwamm löst ihr eure Fugenmasse immer wieder an. Das heißt, ihr verschmiert euch euer Mosaik immer wieder neu. Jetzt hat mir mein Mann den Tipp gegeben, einfach es trocknen zu lassen und dann nochmal mit einem trockenen Tuch drüber zu reiben und dann geht der Schleier, der noch drauf ist, der geht dann auch ab. Was ich jetzt noch machen muss, ist meine ganze Schweinerei, die ich hier gemacht habe mit dem Gesso und mit den Schablonen und mit der Fugenmasse. Das muss ich jetzt in Ordnung bringen. Ich habe mir hier ein bisschen schwarzes Gesso drauf gemacht. Und mache hier jetzt dann erstmal die Striche von den Fühlern. Die Fühler mache ich schwarz und fahre mir hier vorsichtig an die Ränder, um überall diese weißen Flecken wegzukriegen. Ich hoffe, das trocknet dann wieder so, dass man nachher nicht sieht, dass ich nachgebessert habe, sondern dass es wieder eine einheitliche schwarze Masse ist. So, jetzt ist alles wieder übermalt. Das ist hier teilweise noch ein bisschen feucht, deshalb sind die Flecken dunkler. Und ich habe jetzt alles weggemacht, was weiß war. Und jetzt habe ich hier noch zwei Perlenpens und mit denen möchte ich noch so ein paar Tupfen machen. Mit dem Grünen und mit dem Rosanen. Denn wir sollen ja verschiedene Texturen und verschiedene Farben benutzen. Und ich habe ja schon schabloniert und habe verschiedene Farben benutzt und verschiedene Texturen. Also mit
mit Strukturpaste gearbeitet. Und mit Farbe und mit Gesso. So. Das ist mein Beitrag für die Four-Core-Challenge im August. Ich habe eine Wanddekoration gemacht mit einer Leinwand, habe ein Mosaik eingebaut, habe mehrere Farben und Texturen benutzt und werde jetzt noch die Fotos machen. Und ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Bedanke mich fürs Zusehen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.